Bonjour and welcome back to another episode of Meister Detektiv Pikachu. Ja, diese Begrüßung war jetzt mal einfach mal so spontan geplant. Ich dachte, das würde sich lustig anhören, einfach mal so drei Sprachen auf einmal zu benutzen. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass die Ampulle, die wir gefunden haben in der Höhle, von PCL stammt und wir heute planen werden, oder zumindest versuchen werden, herauszufinden, von wem diese Ampulle stammt. Und dazu müssen wir erstmal hier wieder in das Gebäude rein. Reden wir doch erstmal mit den süßen Hündchen hier. Hallo, da sind wir wieder. Bark. Wie läuft's bei euch? Bark. Du lässt ja niemanden durch, der nicht zum PCL gehört? Na dann können wir ja aufatmen. Du bist ein vorbildlicher Angestellter. Bark. Guten Morgen. Tag auch. Wie ich gehört habe, hast du an deinem ersten Tag gleich Großes geleistet. Nina und Rita waren total beeindruckt. Vielen Dank. Hey, und was ist mit mir? Ich habe auch Großes geleistet. Na klar, daran zweifelt doch keiner. Ich bin schon gespannt, was mich heute erwartet. Viel Erfolg. Guten Morgen, Tim und Pikachu. Nina hat mir erzählt, was gestern passiert ist. Du hast echt was drauf, Tim. Wie, nicht doch, das hätte jeder hingekriegt. Carlos hat mich gebeten, dir auszurichten, dass du in den Park kommen sollst. Er will, dass du bei den Dreharbeiten aushilfst. Ich mache mich sofort auf den Weg. Danke fürs Ausrichten. Tim, Pikachu, schön, dass ihr wieder hier seid. Die Dreharbeiten. Was für Dreharbeiten denn? Ich soll direkt in den Garten, richtig? Genau, es sollte schon jeder dort sein, um sich auf den Dreh vorzubereiten. Alle sind schon ganz aufgeregt, ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Ah ja, stimmt. Da war ja diese Fernsehsendung. Und Emilia ist auch mit von der Partie. Floy. Du und Rita kommen nicht zu den Dreharbeiten mit. Floy. Kein Interesse, verstehe. Für dich zählen nur die Blumen hier. Dann gehen wir nochmal in den Garten. Aber zuerst, sorry, aber ich muss wirklich dieses Neu hier überall entfernen. Weiß nicht, ich bin so jemanden, wenn ich irgendwas Neues sehe, muss ich das sofort wegmachen. Leere Ampulle, gleich der Ampulle aus der Höhle, kann uns zu Dad führen. Wer benutzt solche? Werden wir höchstwahrscheinlich irgendwann noch herausfinden. So, habe ich jetzt alles? Ja. Habe ich hier alles? Okay. Emilia. Pablo. Clavion. So viele neue Sachen hier. Okay. Ich würde erstmal hier reingehen, mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas Interessantes Neues finden. Hier scheint sich nichts getan zu haben. Okay, dann gehen wir doch mal direkt in den Garten. Oder können wir vielleicht jetzt hier rein? Ja, wir können in den Direktoren rein. Ja. Das ist ein Foto von Dorothy und Picochilla. Auf dem Foto sind alle Mitarbeiter des PCL abgebildet. Nein, ich wollte die Pflanze. Die Pflanze strömt einen erfrischenden Duft aus. Auf dem Globus sind die Grenzen zwischen Regionen sowie Pokémon-Habitate zu sehen. Dieses Gefäß hat ein schönes Muster. Der Titel dieser Buchreihe lautet Einführung in den Pokémon-Fang. Die Bände scheinen sich jeweils mit einem anderen Pokémon-Typ zu befassen. Da stehen zahlreiche Forschungsunterlagen. Dorothy hält sich offenbar immer über die neuesten Studien auf den Laufenden. Da stehen jede Menge Nachschlagwerke. Einige Bücher behandeln aber auch Themen wie Organisationstheorie und Management. Dorothy nimmt ihren Job offenbar ziemlich ernst. Sie hat bestimmt eine Menge zu tun. Neben einigen Pokémon-Lexika steht hier ein einsames Buch über Säkeln.
Ob das eins von Dorothys Hobbys ist? Wer weiß. Pico Chilla, putzige Putzhilfe. Chilla. Hey, wie geht's? Pico Chilla. Fridge braucht für seine Forschung Müll. Hast du welchen für uns? Chilla. Oh, eine leere Dose? Danke. Unterhältst du dich manchmal mit Deponitox? Chilla. Bei eurer ersten Begegnung hast du es für Müll gehalten und versucht, es zu entsorgen? Es war deshalb erst total wütend auf dich, aber inzwischen verragt ihr euch wieder? Und versöhnt habt ihr euch, weil du ihm Müll zum Knabbern gebracht hast? Eine nette Geste. Why does Minchino keep looking at me? Is something stuck on me? Vielleicht denkt Pikachu auch, dass du Müll bist. Sonst kann ich hier nichts untersuchen. Wie langweilig. Wo ist hier der geheime Gang? Hallo, ich bin dabei für die Dreharbeiten. Ich habe alle gebeten, sich für ihren Auftritt bereit zu halten. Zuerst Benini ihre Forschung vorstellen, danach kommt Willis dran. Ich bin etwas nervös. Mir geht es genauso, wie eine Mutter, die ihre Kinder zu einer Schulaufführung bringt. Ich hoffe nur, Willis verpatzt es nicht. Er kann sich gut vor Menschen präsentieren, deshalb ist er einer der Ersten heute. Trotzdem mache ich mir Sorgen, dass er etwas Falsches sagt. Oh, guten... Huch, Tim und Pikachu. Guten Morgen. Was führt euch denn hierher? Ja, ich hab's gestern erfahren, aber ich wollte dir die Überraschung nicht kaputt machen. Arbeitet ihr immer zu zweit? Ja, Emilia und ich kümmern uns gemeinsam um alles, von der Planung bis zum Dreh. Was die Inhalte betrifft, gibt es manchmal aber auch Vorgaben von unserem Chef. War alles in Ordnung nach der Sache in der Höhle? Ja, vielen Dank für deine Hilfe dort. Die Exklusivreportage war ein voller Erfolg. Unser Chef war auch sehr zufrieden. Es war zwar bitterkalt und gefährlich, aber es hat sich letzten Endes für uns ausgezahlt. Ihr habt euren Chef erwähnt. Wer ist denn euer Chef? Was für eine Person ist euer Chef? Er ist wirklich nett. Ab und zu macht er seinen Ärger Luft, aber dafür lässt er uns freien Lauf bei der Arbeit. Guten Morgen, Tim. Ich habe gehört, du hilfst uns heute bei den Dreharbeiten aus. Ich freue mich schon darauf, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Ich sollte Michael so langsam bitten, Nina abzuholen. Hilfst du mir hier nach dem Pokémon zu schauen, bis sie da ist? Na klar. So, do you think I look all right? Don't worry, you look great. Thank you. Oh, Tim's working in the courtyard too. Yeah, he's feeding the Trevenant. It really seems to love it, huh? Hey, you guys! Smile for the camera! Oh, Mako, stop! This has nothing to do with our story. Watch out! What's wrong, Trevenant? Everyone, in here, quick! Come on, give me your hands. Okay. Nicht schon wieder ein Pokémon, das im Rage ist. Seems like it's calmed down a bit. Let's take a look. All right. Let's take a quick peek. Trevenant. Is it okay? This is terrible. What's happened here? Trevenant, are you okay? Trevenant! Hey, what did you do to Trevenant? Well, we were feeding it when suddenly... Wait. I could have sworn there were some leftovers. I thought maybe you could help. But obviously, amateurs can't be trusted. Now go on, get out of here. Come on, Wallace. Don't overreact. She's right. Everyone makes mistakes sometimes. Yes, but this is beyond bad. Our experiments are ruined. Well... Tim! It was like that Glalie from the other day. I know. But how do we explain that to everyone? Listen,
It's not Tim's fault. There's no way he'd ever do harm to a Pokemon. Amelia's right. There's no way. Yeah. It's admirable you want to stick up for your friend. Got evidence to support it? Not really, but... Tim's not like that. This isn't getting us anywhere. Sorry, Tim. Hey, wait a second! Mako had the camera out! Maybe she caught something! Oh yeah. So Mako, you were shooting the courtyard, right? Yeah, of course! Maybe she caught something on camera! Good idea, Tim! So you're saying I may have just saved the day? I am pretty awesome! Right. Let's hurry and check the footage. Yeah. Machen wir. Beweis mir unsere Unschuld. Schauen wir uns sofort das Video an, Tim. Genau, heute auch schon noch etwas, was deinen Unschuld beweist. Wer weiß, vielleicht finden wir dabei sogar Hinweis auf den Vorfall beim Pfirnon-Tor. Okay. Okay. There could be evidence on this footage that proves your innocence, Tim. So watch it carefully. There must be something. Tim must have provoked Trevenant in some way, making it angry. This has nothing to do with our story. What's wrong, Trevenant? Everyone, in here, quick! See? There are leftovers. Okay. What of it? Who'd run off and leave their partner? I just trusted you could take care of yourself, Pikachu. Is that so? Hey, wait for Maybe me. At times like this, you can run on all fours. I prefer to run this way, thank you very much. That was a close one. We don't have enough evidence to prove your innocence yet. So let's watch it one more time. It seemed to enjoy eating it. I love it. It always has an appetite like that, too. Smile for the camera! Oh, Mako, stop. This has nothing to do with our story. Looking back at it now, that was a close call. I'm glad we made it out safe. Come on, give me your hand. Look, a black shadow took the leftovers. Was it a Pokemon? Is there a Pokemon of that color in this facility? And why would it take off with the leftovers? Now that I think about it, Trevenant went berserk right after it ate its lunch. Yeah, so what? Maybe it was something it ate that caused it to be upset. As far as I can tell from watching the video, Tim didn't do anything wrong. He's innocent. Thank you. Thank you very much, Dorothy. Dieser schwarze Schatten im Video. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in diesem Labor so ein Pokémon gäbe. Ja, stimmt. Dieses Pokémon habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Wallace, haben Sie das gesehen? Unmittelbar nach Trombrocks Wutausbruch ist ein rätselhaftes Pokémon-Bild zu sehen. Und du meinst, das sei der Übeltäter? Ja, vermutlich. Wenn es uns gelingt, dieses Pokémon zu fangen, erfahren wir sicher mehr. Tim hat recht. Dorothy, überlassen Sie ihm ruhig die Suche nach dem rätselhaften Pokémon. Warum ausgerechnet Tim? Na, weil er derjenige ist, der das rätselhafte Pokémon überhaupt erst bemerkt hat. Außerdem hat er schon mehrere Fälle dieser Art erfolgreich gelöst. Ach was, das wusste ich gar nicht. Irgendjemand muss sich ja darum kümmern. Würdest du dich der Sache annehmen, Tim? Selbstverständlich, Sie können sich auf mich verlassen. Macht doch, was ihr wollt. Ich bin jedenfalls noch lange nicht von Tim Unschuld überzeugt. Merkt ihr das, Kleiner? Löse das Rätsel um den schwarzen Schatten. Tim, we've got to catch this mysterious Pokemon. Having said that, there's an awful lot we still don't know. Löse das Rätsel um den Schatten. We need to gather information and figure out just what it is. Löse das Rätsel um den schwarzen Schatten. Als Turmburg durchtritte, hielt sich in der Nähe ein rätselhaftes Pokémon auf. Finden wir heraus, was hinter dem Schatten steckt. Hey, Tim! Tim! Hey, Tim, denkst du, was ich denke? Ja, wir können die anderen nicht einweihen, aber der Übertäter ist vermutlich ein Mensch. Irgendjemand manipuliert dieses Pokémon. Ja, sieht ganz so nach aus. Ich wusste, dass du es auch bemerken würdest. Das Verhalten von Trombrock war außerdem identisch mit dem vom Pfirnon-Tor in der Höhle. Ich vermute, da besteht irgendeine Verbindung zu Harrys Fall. Wir brauchen Antworten. Los, machen wir uns an die Ermittlungen. Ja, befreien wir zunächst mal die Anwesenden.
So finden wir vielleicht heraus, worum es sich bei diesem rätselhaften Pokémon handelt. Vielleicht hat irgendwer vom Personal der Pokémon ja sogar gesehen. Wie heißt das rätselhafte Pokémon? Oh no. Come on, let's get out of here. Vergiss, was Wolf gesagt hat. Ich bin froh, dass du deine Unschuld beweisen konntest. Meine Videoaufnahme war wieder mal die Rettung, genau wie neulich in der Höhle. Weißt du irgendwas über das rätselhafte Pokémon? Nein, nicht wirklich. Wäre es doch nur komplett im Video zu sehen. Bin ich froh, dass der Verdacht gegen dich ausgeräumt wurde. Aber was hat es wohl mit diesem rätselhaften Pokémon auf sich? Tut mir leid, darüber weiß ich leider nichts. Ob es sich wohl noch hier im PCL aufhält? Hoffentlich, andernfalls wird es wohl schwierig, es zu finden. Wir sollten wirklich erstmal herausfinden, ob das Pokémon überhaupt noch hier ist. Vielleicht ist es ja in der Rezeption vorbeigekommen. Ich frage mich, was es mit diesem rätselhaften Pokémon auf sich hat. Die Geschichte müsste ich eigentlich auch in meine Gespensterberichte mit aufnehmen. Ihre Gespensterberichte? Heißt das etwa, Sie führen ein Buch über mysteriöse Vorfälle? Ja, genau. Den Namen Gespensterberichte finde ich ehrlich gesagt selbst etwas peinlich, aber so weiß man wenigstens sofort, um was für Berichte es sich handelt. Ich führe darin alle möglichen seltsamen Vorkommnisse auf. Aber sowas Gruseliges wie dieses rätselhafte Pokémon ist mir noch nie untergekommen. Dürfte ich einen Blick in Ihre Berichte werfen? Sicher, aber ich habe die Berichte momentan leider meinen Kollegen geliehen. Frag doch einfach mal ein bisschen herum, ich bin mir sicher, sie geben sie dir gerne. Haben Sie einen Verdacht, um welches Pokémon es sich handeln könnte? Nein, so ein Pokémon habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Pokémon des PCL ist. Nimm das, was Wallace gesagt hat, nicht persönlich. Er vergreift sich öfters etwas im Ton, ist aber eigentlich ein sehr netter Kerl. Ich hoffe, du findest das rätselhafte Pokémon. Sag Bescheid, wenn du irgendetwas brauchst. Nina hat mir von Gespensterberichten erzählt. Haben Sie vielleicht einen davon? Hier in meinem Büro. Wenn du willst, kannst du ihn dir gerne holen. Wissen Sie irgendetwas über dieses rätselhafte Pokémon? Leider nicht. Na dann, viel Erfolg mit dem rätselhaften Pokémon oder was auch immer. Nina hat Gespensterberichte geschrieben. Haben Sie einen davon? Sie hat mir einen aufgedruckt. Ich habe ihn aber ungelesen zurückgegeben. Du glaubst doch nicht etwa an diesen unwissenschaftlichen Geschwätz. Gerade als ich dachte, dass du vielleicht doch Potenzial haben könntest. Sehr enttäuschend. Ach, halt doch mal die Klappe, Wallace. Haben Sie irgendeine Ahnung, was es mit dem rätselhaften Pokémon auf sich haben könnte? Die Antwort lautet nein. Wüsste ich etwas, hätte ich es schon gesagt. Er ist mir so unsympathisch. Paragoni, alles in Ordnung bei dir, Paragoni. Du hast dich im Gras versteckt. Schön zu sehen, dass es dir gut geht. Furchtbar, was hier passiert ist. Paragoni. Oh, ihr werdet mit vereinten Kräften einen noch besseren Garten anlegen? Eine bewundernswerte Einstellung. Vorhin ist ein rätselhaftes Pokémon in der Nähe von Thornburg erschienen. Weißt du irgendetwas darüber? Paragoni. Wie, du spürst hier manchmal eine seltsame Präsenz und diesmal war es genauso? Du bist dir sicher, dahinter steckt ein oder dasselbe Pokémon? Erzähl mir mehr darüber. Paragoni. Immer wenn du dich nach ihm umdrehst, ist niemand da? Du weißt also nicht, wie es aussieht. Verstehe. Also eine Präsenz. Hey, Potrot, ist alles in Ordnung bei dir? Potbart. Du hattest dich zum Glück in deiner Schale verkrochen und bist heil davon gekommen. Das war die richtige Reaktion. Gut, dass hier nichts passiert ist. Das ist bald echt nicht mehr lustig, was hier alles passiert. Potpot. Ja, mich hat das auch total überrascht. Wohin ist offenbar ein rätselhaftes Pokémon hier gewesen? Weißt du vielleicht mehr darüber? Pot. Was? Du hast es schon öfter mal gesehen? Erzähl mir sofort alles, was du weißt. Potpot. Verstehe. Wie es heißt, weißt du also nicht. Aber du weißt, dass es manchmal auftaucht, um den Leuten das Essen zu spitzen? Was du nicht sagst. Essensdieb. Wir haben es also mit dem Essensdieb zu tun. Fings, Fings. Nein, mach dir keine Sorgen. Thornburg hat sich ja längst wieder beruhigt. Dieser Zwischenfall war ziemlich heftig, was? Fings. Du freust dich total darauf, die Zweige zu verputzen, die dabei runtergefallen sind? Na dann, guten Appetit. Hier ist eben ein unbekanntes Pokémon erschienen. Weißt du etwas darüber? Fings. Wie? Du hast deine Stimme gehört? Es meinte, es sei zuerst hier gewesen? Hm. Du hast dich ganz sicher nicht verhört?
Klasse, Pikachu. Du hast mehr über das rätselhafte Pokémon herausgefunden. Hey, Thronbrock, geht es dir gut? Was passiert ist? Soll das heißen, du erinnerst dich an nichts? Genau wie Fernontor. Verflixt, das hätte ich verfürchtet. Was für ein Chaos wirklich schade um den hübschen Garten. Trom. Ach was, du kannst da ja nichts dafür. Wir werden den Schuldigen schnappen. Verlass dich auf uns. Hey, du hast beim Essen nicht zufällig ein seltsames Pokémon bemerkt? Trom. Du hast also niemanden bemerkt. Verstehe. Trom? Nein, nein, nein. Mach dir mal keine Sorgen. Okay, und dann hat Pikachu was gesagt von Rezepten. Ich würde mich hier einmal umschauen, weil eventuell kriegen wir hier Gästeberichte. Oder auch nicht. Ja, Kaffee möchte ich noch nicht untersuchen. Dann gehe ich erstmal hier rein. Tut mir leid, dass du gleich an deinem ersten Tag in die Sache mit dem Zugangscode zum Garten verwickelt wurdest. Aber es ist wirklich beeindruckend, dass du das Problem lösen konntest. Forschungsgebiet. Welche Forschung betreiben Sie? Früher habe ich verschiedene Methoden zum Fang von Pokémon erforscht, aber heute bin ich nur noch damit beschäftigt, die Forschungen anderer zusammenzuführen. Meine eigene Forschungsarbeit muss ich deshalb leider zurückstellen. Haben Sie einen dieser Gespensterberichte hier? Gespensterberichte? Ach, meinst du die von Nina? Ja, ich habe eine davon. Du kannst ihn ruhig mitnehmen. Ich habe ihn schon gelesen. Haben Sie wirklich keine Idee, was es damit auf sich haben könnte? Nein, ich habe leider keine Ahnung. Okay, Geisterbericht Nummer 1. Erstens die Zeugenaussage. So. Nee. Hoch. So. Gespensterbericht Nummer 1. Ich war gerade beim Mittagessen im Garten, als ich plötzlich merkte, dass mein letztes Sandwich spurlos verschwunden war. Aber niemand in der Umgebung schien es gegessen zu haben. Also doch irgendwas. Was ist Pikachu? Listen, I've been having dreams about that accident. I could swear this vial played a part somehow. Can't remember. So why do you think I can't do the moves all those other Pokemon can do, huh? Vielleicht fehlt es dir an Übung? It's practice, I guess. All right then. Thank you, Tim. Was ist, wenn Pikachu in den Sinne... Die Ampulle ist zerbrochen. Was ist, wenn die Ampulle... so was Ähnliches Pikachu getroffen hat? Deswegen kann er sich auch nicht erinnern. So wie es bei Fernontor etc. pp. War. Das würde zumindest Sinn machen. Kommt dir das nicht seltsam vor? Was meinst du? Denk doch mal nach. Ninas Gespensterberichte und die Aussagen der Pokémon über das rätselhafte Pokémon. Siehst du da keinen Zusammenhang? Doch, jetzt wo du es sagst. Ich werde versuchen, mehr darüber herauszufinden.